Damit treten wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, in die Beratung der heutigen Tagesordnung ein. Tagesordnungspunkt 1, Aktuelle Stunde. Die Fraktion der Piraten hat mit Schreiben vom 14. März diesen Jahres gemäß § 95 Absatz 1 der Geschäftsordnung zu einer aktuellen Frage der Landespolitik eine Aussprache beantragt. Das Thema lautet: Tausende Pendler in Nordrhein-Westfalen dürfen nicht täglich mit noch mehr Videokameras überwacht werden. Keine Bodycams in Nordrhein-Westfalen. Die Beantragung für diese Aktuelle Stunde trägt die Drucksachennummer 11468. Ich eröffne die Aussprache, und als erster Redner hat für die antragstellende Fraktion der Piraten Herr Kollege Herrmann das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer hier im Saal und zu Hause. Wir wollen heute den Einsatz von Bodycams gegen die Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen thematisieren und dabei eine Farce aufdecken und erwarten von der Landesregierung und den regierungstragenden Fraktionen am Ende eine klare Aussage gegen den Einsatz von Bodycams in Nordrhein-Westfalen, auch wenn die Spatzen im Moment etwas ganz anderes von den Dächern pfeifen. Schon gestern war ja der Zustand der inneren Sicherheit hier großes Thema. Die Polizei hat nichts im Griff. Wir sind eines der sichersten Länder weltweit, war alles dabei. Mehr Videoüberwachung und Bodycams hatte aber jeder auf seiner Liste. Jetzt, da extremistische Parteien sehr deutlich am Horizont auftauchen, überbieten sie sich hier ja mit ihren Forderungen zur Stärkung der inneren Sicherheit. Der Nutzen ist ihnen dabei nebensächlich bzw. erschöpft sich oft in der reinen Demonstration von Tatkraft, aber ohne Inhalt. Die Rheinische Post hatte dazu in einem Artikel von vorgestern schon den Wettbewerb zwischen SPD und CDU erwähnt, wer denn nun zuerst mehr Videoüberwachung und Bodycams für die Polizei gefordert hat. Und Rot-Grün will hier offensichtlich gewinnen. Alles für die Stärkung der inneren Sicherheit. Der Artikel trug übrigens die Überschrift: Kommt die AfD 2017 in den NRW-Landtag? Meine Damen und Herren, mit Forderungen nach Videoüberwachung und Bodycams und anderen Sicherheitsvoodoo halten Sie die AfD nicht aus dem Landtag heraus. Dazu braucht es viel mehr Bildung, Bildung und nochmals Bildung und auch mehr Ehrlichkeit in der Politik, nicht zu vergessen von einer aufrechten Haltung. Zur Ehrlichkeit gehört dann auch die Erklärung, dass Videoüberwachung eben keine Verbrechen verhindert, nur dokumentiert werden Taten, eventuell, wenn die Kamera gerade passend steht. Aber tausende unschuldige Menschen werden von Kameras täglich erfasst und niemand weiß, ob, wie, wo oder was mit den Bildern geschieht. Zur Ehrlichkeit gehört auch, dass die Bundespolizei noch vor 6 Wochen für die Hauptbahnhöfe in Köln und Düsseldorf ein Feldversuch mit Bodycams angekündigt hat. Ein Jahr lang sollte der Einsatz dort erprobt werden. Und auch die Akzeptanz der Technik bei den Beamtinnen und Beamten sollte erst einmal getestet werden. Und jetzt? Jetzt soll die Bundespolizei komplett mit Bodycams ausgestattet werden, ohne Evaluation, ohne wissenschaftliche Untersuchung über Sinn oder Unsinn des Einsatzes sollen Millionen von Steuereuros versenkt werden. Und weiter? Ehrlichkeit? Liebe Landesregierung, Sie wollten abwarten. Sie wollten abwarten, was solche Tests ergeben. Das hat sich anscheinend auch erledigt, denn nach den Pressemeldungen von heute wollen Sie hier das Gleiche. Sie wollen Bodycams einsetzen, abwarten, Sinnhaftigkeit, offensichtlich alles egal. Populismus siegt. Auch ein Erfolg für den Ausrüster übrigens, denn seine Lobbyarbeit und das Sponsoring nahezu jedes Polizeikongresses der letzten Jahre hat sich offensichtlich ausgezahlt. Die Farce dabei: Der Ausrüster ist sogar als Sachverständiger aufgetreten, als wir im Innenausschuss im letzten Jahr eine Anhörung zum Thema Bodycam gemacht haben. Ein exemplarischer Fall, glaube ich, für das Lobbyregister, was wir hier gestern als Antrag eingebracht haben. Und dieser Fall müffelt nicht nur, er stinkt sogar, und zwar gewaltig. Meine Damen und Herren, es sollte uns immer interessieren, wenn Geld sinnlos verbrannt wird. Und hier, der Einsatz von Bodycams betrifft alle Menschen in Nordrhein-Westfalen, denn ihre Persönlichkeitsrechte werden mit Füßen getreten, wenn sie ständig eine Linse vor der Nase haben. Ich spreche hier dauernd von Bodycams und gehe davon aus, dass Sie alle wissen, was gemeint ist. Ich meine die kleinen Kameras, die man hier auf der Schulter hat, als
Polizist, als Beamter oder hier vor, die die Szenerie aufnehmen, die der Polizist vor seinen Augen sieht. Ob die Kamera aufzeichnet, kann ich nicht erkennen, wenn ich auf den Polizisten zugehe. Ich müsste schon meine Nase genau in die Linse reinhalten. Und das werde ich sicherlich nicht tun. Der Präsident der Bundespolizeidirektion St. Augustin, Wolfgang Wurm, verspricht sich durch die Videokameras eine präventiv abschreckende Wirkung. Was heißt das konkret? Das heißt nichts anderes, als dass er erwartet, dass sich die Menschen, wenn sie in die Linse der Kamera gucken, angepasst verhalten, duckmäuserisch, ruhig, nur nicht auffallen. Damit ist eine völlig neue Form der Videoüberwachung und damit der Abschreckungs- und Einschüchterungspolitik hier in Nordrhein-Westfalen dabei einzuziehen. Und das ist inakzeptabel. Der ehemalige Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Herr Ulrich Lepper, gab in der Anhörung zum Thema Bodycam im letzten Jahr Folgendes zu bedenken, und ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin: Dass Maßnahmen, soweit sie in präventiver Beziehung auf Abschreckung setzen, in der öffentlichen Wahrnehmung ein anderes Bild von Polizei erzeugen als das Bild, das wir in Nordrhein-Westfalen kennen und zu Recht schätzen. Bereits die technische Möglichkeit und das damit rechnen müssen, im öffentlichen Raum jederzeit erfasst werden zu können, haben wegen des damit verbundenen Konformitätsdrucks eine das Persönlichkeitsrecht betreffende Dimension und erhöhen im Übrigen die Distanz zur Polizei. Herr Lepper benennt hier also klar den Paradigmenwechsel, wenn hier mit den Bodycams Videoüberwachung klar und bewusst als Bedrohung und zur Abschreckung eingesetzt wird. Das sind Mittel, denen sich die Polizei nicht bedienen sollte. Für solche Einsätze gibt es in Nordrhein-Westfalen bisher keine Rechtsgrundlage. Der Einsatz wäre illegal. Und wenn hier eine Gesetzesänderung angestrebt ist, bin ich auf Ihre Begründung sehr gespannt. Und offensichtlich haben sich die Fraktionen von Rot-Grün hier aber auf einen schäbigen Deal eingelassen. Kennzeichnungspflicht gegen Bodycam. So ein Ausverkauf von Bürgerrechten, das ist schon eine einzigartige Angelegenheit. Ich bin überzeugt, dass sich am Ende die Polizei keinen Gefallen damit tut, sich künftig mit Bodycams vor vermeintlichen Angreifern zu schützen. Ich erwarte und befürchte, dass dadurch die Distanz zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Polizei größer wird. Das wäre aber eine Entwicklung, die wir uns nicht wünschen sollten. Respekt mit technischen Mitteln einzufordern, ist definitiv eine Sackgasse. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Herrmann. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Stadtko. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, also ich sitze ja nicht im Ältestenrat und maße mir auch nicht an, zu kommentieren, was man zu Aktuellen Stunden zulässt. Aber Herr Kollege Herrmann, Sie rekurrieren auf einen Artikel vom 12. März, wonach die Bundespolizei mit Bodycams ausgestattet werden soll. Die Bundespolizei wird seit Monaten mit Bodycams nicht nur ausgestattet, setzt diese auch ein, auch in Nordrhein-Westfalen. Eine Aktualität gibt es dazu nicht. Vielleicht der Artikel von heute Morgen, der wäre jetzt eine Aktualität, der zu einer Aktuellen Stunde passt. Aber ich will nur sagen, so neu ist das nicht. Und es sprechen leider auch sechs Fakten gegen die von Ihnen beantragte und begründete Aktuelle Stunde. Fakt 1, diese Aktuelle Stunde bezieht sich, Sie haben zu Recht ein wenig darauf hingewiesen, auf die Bundespolizei. Ich weiß gar nicht, wie oft wir Ihnen hier im Landtag, weil Sie ja im Bundestag nicht sitzen, erklären müssen, dass Nordrhein-Westfalen keine Möglichkeit hat, das Tragen von Bodycams durch Bundespolizisten, egal in welchem Bundesland, zu verhindern. Da haben wir keine Einwirkungsmöglichkeiten. Das entscheidet der Bund. Und da können wir hier entweder froh sein oder unglücklich, wie auch immer. Aber wir dürfen den Bürgern in Nordrhein-Westfalen nicht suggerieren, wir hätten irgendwelche Einwirkungsmöglichkeiten. Der Fakt Nummer 2. Nach Ihrem Antrag, Sie haben es gerade noch mal wiederholt, sollen täglich Tausende von Pendlern durch die Videoaufnahmen der Bundespolizisten betroffen sein. Und das ist hanebüchener Unsinn.
Offensichtlich wissen Sie überhaupt nicht, wie eine Bodycam eingesetzt wird. Sie hätten sich davon überzeugen können, übrigens auch in der Anhörung, die wir im Innenausschuss gehabt haben. Es handelt sich nämlich nicht um eine permanente Aufzeichnung durch diese Bodycam, sondern es handelt sich nach einem deutlichen Hinweis des betroffenen Polizeivollzugsbeamten oder der Beamtin. Dann kommt eine klare Ankündigung. Ich starte nunmehr eine Kameraaufnahme und die Aufnahme ist auch sichtbar. Sie haben gerade behauptet, man könne nicht sehen, dass man aufgenommen wird. Die Kameras zeigen deutlich, nicht nur durch einen Monitor, auch durch eine Lampe an, dass aufgezeichnet wird. Im Übrigen ist das auch Bestandteil dieses Projekts, dass Sie hier behaupten, man würde heimlich aufgezeichnet, ist Unfug. Ich sage Ihnen das so deutlich, egal wie man im Grundsatz dazu steht. Fakt Nummer drei. Ich meine, der Innenminister konnte sich nicht nur gestern selber wehren, das kann der heute auch. Aber nach Ihrem Antrag auf die Aktuelle Stunde soll er gesagt haben, er sei gegen den Einsatz von Bodycams. Das hat er nie gesagt. Hat übrigens auch die SPD-Fraktion nie gesagt. In allen Diskussionen, die wir gehabt haben, haben wir betont, erstens, wir wollen abwarten, wie die Trageversuche in Hessen und in Rheinland-Pfalz ablaufen, was die Evaluierungen ergeben. Damit haben Sie nämlich recht, was diese Evaluierungen ergeben. Und danach wollen wir mal schauen, ob das auf Nordrhein-Westfalen anwendbar ist oder ob wir vielleicht was Eigenes machen oder es gar nicht machen. Diese Offenheit haben wir als Fraktion hier immer betont, ausdrücklich, dass wir gesagt haben, wir schauen uns das an. Wir machen jetzt nicht noch einen zusätzlichen Trageversuch. Da will ich Ihnen deutlich sagen, diese Versuche in Hessen und Rheinland-Pfalz, da haben wir immer betont, müssen auch den datenschutzrechtlichen Bedenken entsprechen, die wir da auch teilweise selber formuliert haben. Aber sie bieten auch Chancen und über beides wollten wir diskutieren. Fakt Nummer vier, und jetzt wird es ja richtig interessant. Im Februar hat die SPD-Landtagsfraktion Gespräche mit hessischen Innenpolitikern geführt über deren Trageversuche. Und ich will ausdrücklich betonen, wir machen es nicht wie Sie, Herr Herrmann, wir reden über was, mit dem wir uns nicht auskennen, sondern wir sind am 24. Februar nach Mainz gefahren. Und in Mainz, in Rheinland-Pfalz, haben wir uns mit dem dortigen Innenminister, Herrn Lewens, mit der Fachabteilung Bodycam, mit aktiven Vollzugsbeamten, die das einsetzen, die Bodycam, und mit der dortigen Gewerkschaft der Polizei unterhalten. Und da will ich Ihnen mal sagen, im Rahmen unserer persönlichen Erkenntnisse als Innenpolitiker der SPD-Landtagsfraktion haben wir die Überzeugung gewonnen, dass die dortigen Evaluierungen kurz vor dem Abschluss stehen und das, was Sie uns dort gezeigt haben aus der Evaluierung, Folgendes bedeutet. Erstens, es ist keine Videografiewut eingetreten. Also nicht täglich Hunderte und Tausende von Gigabyte, die aufgenommen werden von irgendwelchen unbescholtenen Bürgern. Zweitens, es hat einen deutlichen Rückgang von Straftaten gegen Vollzugsbeamte gegeben. Drittens, der Gebrauch in Rheinland-Pfalz folgt transparenten und den Datenschutzregeln entsprechenden Regelungen. Viertens, es gibt eine umfangreiche wissenschaftliche Begleitung. Und fünftens, und das hat uns am meisten überzeugt, die dort eingesetzten Vollzugsbeamten, die über die Fachpolitik, aber auch, und das war uns am wichtigsten, die dort betroffenen Bürgerinnen und Bürger sind von diesem Trageversuch in Mainz vollständig überzeugt. Das muss man so zur Kenntnis nehmen. Da muss man nicht so tun, als gäbe da eine wilde Bedenken. Fakt 5. Die dortigen Versuche waren ja begleitet, auch wissenschaftlich begleitet, und belegen genau die Präventionswirkung, Herr Herrmann, die Sie dieser Sache absprechen. Es zeichnet sich deutlich ab, dass durch Bodycams eine Deeskalation bei bestimmten Straftaten eintritt und die Aufklärung von Übergriffen wesentlich erleichtert wird. Wir haben das immer gesagt, Kollege Golland, nie abgelehnt. Aber wir sind auch zur Überzeugung gelangt, dass beide Trageversuche, sowohl die in Hessen, die wir uns angeschaut haben, aber eben sehr konkret in Mainz, nicht eins zu eins auf Nordrhein-Westfalen übertragbar sind. Das ist auch ein wichtiges Ergebnis, das wir festhalten müssen, dass man nicht sagen kann, so wie es da gemacht wird, das ist jetzt das Muster für alle Länder, geschweige denn für Nordrhein-Westfalen. Und deshalb Fakt 6. Die SPD-Landtagsfraktion hat sich nach diesen umfassenden Informationen, insbesondere nach unserem Besuch in Mainz, dazu entschlossen, einen Trageversuch für Bodycams in Nordrhein-Westfalen zu unterstützen. Gemeinsam mit dem Koalitionspartner werden wir nun nach rechtskonformen Möglichkeiten suchen, dieses auch zu verwirklichen. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Piratenfraktion, Sie können unseren Ausführungen entnehmen. Ihr Antrag auf die Aktuelle Stunde, keine Bodycams in Nordrhein-Westfalen, findet keine Mehrheit bei der SPD-Fraktion. Schönen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Stofko. Und für die CDU-Fraktion spricht jetzt Herr Kollege Golland.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, vom Saulus zum Paulus, Herr Stotko, ich bin baff. Ich kann mich nur amüsieren über Ihre Schönfärberei und Verdrehung der Tatsachen. Sie haben bisher immer den Einsatz von Bodycams verhindert, den wir immer gefordert haben. Aber jetzt, weil der Innenminister es plötzlich erkannt hat, will er sich das gerade zurechtbiegen, so wie es für ihn passt. NRW will nun doch Bodycams für Polizisten einführen. So steht es heute auf der Titelseite der Rheinischen Post. Dass ich das noch erleben darf, welch späte, wenngleich dringend notwendige Erkenntnis. Endlich hat diese Landesregierung unsere seit langem und oft gestellte Forderung erhört und will dieses wichtige Einsatzmittel einführen. Warum braucht der Innenminister in NRW eigentlich immer so lange, sich den Realitäten zu stellen? Auf die Fachleute aus der Polizei und den Gewerkschaften zu hören und die angespannte Sicherheitslage für die Menschen in Nordrhein-Westfalen zu verbessern. Warum muss immer erst etwas passieren, bis diese Landesregierung vom Passiv- in den Aktivmodus wechselt? Das sicherheitspolitische Totalversagen an Silvester hat offenbar zu einem Umdenken geführt. Wir erinnern uns, die CDU-Fraktion hat bereits im Mai 2014 einen Antrag zur Erprobung von Bodycams bei der Polizei NRW eingebracht. Wir wollten damit erreichen, dass die rot-grüne Landesregierung dem Beispiel des Landes Hessen folgt, wo CDU und Grüne die Polizei zuvor als erstes Bundesland mit Bodycams ausgestattet hatten. Der dortige Pilotversuch war so erfolgreich, dass die hessische Polizei entsprechende Kameras inzwischen in Frankfurt, Wiesbaden und Offenbach im Regelbetrieb einsetzt. Die Anzahl der Übergriffe auf Polizeibeamte konnte dadurch nachweislich gesenkt werden. Leider haben SPD und Grüne unseren damaligen Antrag abgelehnt und das, obwohl sich alle drei Polizeigewerkschaften in einer Sachverständigenanhörung im Innenausschuss ausdrücklich für den Antrag der CDU ausgesprochen haben. Mittlerweile macht das hessische Beispiel in vielen anderen Ländern Schule. Nach Bayern haben in der Folgezeit das rot-grün regierte Rheinland-Pfalz, das rot-grün regierte Hamburg, das rot-grün regierte Bremen und das grün-rot regierte Baden-Württemberg, das ist ja zum Glück vorbei, die Erprobung von Bodycams durch die jeweilige Landespolizei beschlossen. Ganz so sinnlos, ja, lachen Sie ruhig. Warten wir mal ab. Vielleicht führt ja dann eine grün-schwarze Regierung diese Bodycams auch ein. Ganz so sinnlos, meine Damen und Herren, wie SPD und Grüne in Nordrhein-Westfalen den Einsatz von Bodycams immer bewertet haben, kann er also nicht sein. Nach den Vorfällen der Kölner Silvesternacht hat die Gewerkschaft der Polizei ihre Forderung nach der Ausstattung der Polizei NRW mit Bodycams umgehend erneuert. Ich darf dazu aus der Pressemitteilung des GdP-Landesvorsitzenden Blickert vom 10. Januar 2016 wie folgt zitieren. Überfällig ist aus Sicht der GdP außerdem die Ausstattung der Polizei mit Bodycams. Hätten wir während der Kölner Silvesternacht diese Kameras zur Verfügung gehabt, wären die Übergriffe zwar nicht zu verhindern gewesen, aber wir hätten heute einen wesentlich besseren Überblick über die Situation auf dem Bahnhofsvorplatz und bessere Aufnahmen von Straftätern. Dies wäre jetzt bei Ihrer Verfolgung sehr hilfreich. Meine Fraktion hat darauf Ende Januar 2016 einen weiteren Antrag zur Einführung von Bodycams in den Nordrhein-Westfälischen Landtag eingebracht, der von SPD und Grünen erneut mit den abenteuerlichsten Begründungen abgelehnt wurde. Der Kollege Bolte, der sich gerade so lautstark hier zwischenmeldet, von den Grünen, war sich in der damaligen Debatte noch nicht einmal zu schade, das Tragen von Bodycams als verfassungswidrig zu bezeichnen. Wer mag, kann diese verwegene Argumentation gerne noch einmal im Plenarprotokoll vom 28.01.2016 nachlesen. Heute wird er dagegen in der Rheinischen Post mit den Worten wiedergegeben, ich zitiere, auf Basis der Versuche in anderen Bundesländern werde entschieden, ob ein eigener Versuch in NRW Sinn ergäbe. Hört, hört. Die Frage ist nur, warum muss man in NRW alles testen, was woanders schon nachweislich gut funktioniert? Das gilt nicht nur für Bodycams, sondern zum Beispiel auch für Predictive Policing. Rot-Grün testet, andere machen. Meine Damen und Herren, die Haltung der CDU-Fraktion zum Thema Bodycams ist seit Jahren bekannt. Wir fordern in Übereinstimmung mit allen Polizeigewerkschaften den Einsatz von Bodycams bei der Polizei
Nordrhein-Westfalen, und das nicht erst seit heute. Deshalb begrüßen wir es ausdrücklich, dass die Große Koalition auf Bundesebene nunmehr auch die Bundespolizei mit diesem Hilfsmittel ausrüsten möchte. Der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Burkhard Lischka, erklärte dazu in der Rheinischen Post, ich zitiere, Bodycams können bei der Aufklärung von Übergriffen oder bei der Deeskalation bestimmter Situationen helfen. Beim Einsatz von Bodycams auf Länderebene seien positive Erfahrungen gesammelt worden. So habe etwa die Zahl der Übergriffe auf Polizisten deutlich abgenommen. Deshalb sei sich die Große Koalition einig, dass die Ausrüstung der Bundespolizisten mit Bodycams sinnvoll sei. So der Innenexperte der Bundestags-SPD. Vor diesem Hintergrund ist es umso unverständlicher, dass sich die rot-grüne Koalition im Nordrhein-Westfälischen Landtag so lange nach Kräften gegen den Einsatz von Bodycams in NRW gewehrt hat. Dafür gab es keinen sachlichen Grund. Der einzige Grund für Ihre Verweigerungshaltung, Herr Jäger, war bisher, dass die Initiative dazu in Nordrhein-Westfalen von der CDU ausgegangen ist und dass Sie Anträge der Opposition bereits seit 6 Jahren pauschal ablehnen. Jetzt kommen die Bodycams, aber nicht ohne einen politischen Kuhhandel zur Befriedung des grünen Koalitionspartners. Im gleichen Atemzug wollen Sie jetzt die Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte einführen. Damit schicken SPD und Grüne die Beamten demnächst also mit individualisierten Kennzeichen in die Auseinandersetzung mit vermummten Gewalttätern. Dazu fällt mir der Kommentar des Bundesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft ein. Herr Wendt hat diese Vorgehensweise bereits in der Rheinischen Post vom 23.06.2012 als, ich zitiere, linken Blödsinn bezeichnet. Es gibt keinen belastbaren Grund für diese ideologische Kennzeichnungspflicht, aus der ein tiefes Misstrauen gegenüber der staatlichen Exekutive spricht. Statt unsere Polizei unter Verdacht zu stellen, sollten Sie lieber endlich etwas gegen die massive und ausufernde Gewalt gegenüber Polizeibeamten tun und zum Beispiel unsere Forderung nach Mindeststrafen bei Angriffen auf Polizeibeamte unterstützen. Ich komme zum Ende. Die CDU-Fraktion wird auch weiterhin sinnvolle und konstruktive Vorschläge zur Verbesserung der inneren Sicherheit in Nordrhein-Westfalen machen. Es gibt dort noch viele und große Baustellen. Wir erwarten jetzt von Ihnen, dass die Bodycams schnell und unbürokratisch eingeführt werden und freuen uns, dass Sie unsere Forderungen nun endlich umsetzen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Golland. Und für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht jetzt Herr Kollege Bolte. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es ist schon eine gewisse Weise beeindruckend, mit wie viel Werfe die Redner der Opposition hier Zerrbilder zeichnen. Das Zerrbild des Kollegen Herrmann, der uns hier einen Überwachungsstaat skizziert hat, den es ja bei nüchterner Betrachtung, zumindest bei halbwegs nüchterner Betrachtung in Nordrhein-Westfalen so nicht gibt. Das ist gut so, dass es den nicht gibt, weil hier bei uns in diesem Land Freiheit und Privatheit der Bürgerinnen und Bürger geschützt werden. Auf der anderen Seite ist das Zerrbild des Kollegen Golland, der uns von einem Land erzählt hat, wo man sich nicht mehr auf die Straße traut. Und da ist das einzige Mittel, was Ihnen einfällt, eine Politik nach dem Motto, wer nichts zu verbergen hat, hat nichts zu befürchten. Und die einzig wahre Reaktion ist leichte Artillerie für jeden Streifenpolizisten. Herr Golland, so können wir doch für die innere Sicherheit in diesem Land nicht arbeiten. Und ich will Ihnen auch gerne noch mal sagen, wer Koalitionsverträge lesen kann, Herr Golland, der ist klar im Vorteil. Denn die Kennzeichnungspflicht, die individualisierte Kennzeichnung für alle Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in geschlossenen Einheiten, die steht in dem Koalitionsvertrag, den Bündnis 90 Die Grünen und die SPD im Jahr 2012 miteinander geschlossen haben. Das ist so und das wird so umgesetzt. Diese Koalition arbeitet ruhig und gelassen ihren Koalitionsvertrag ab. Und entsprechend wird es auch eine Initiative für die Einführung der Kennzeichnungspflicht geben. Und auch Ihre populistische Forderung nach Strafverschärfung, das habe ich Ihnen immer wieder gesagt in den Debatten, die wir geführt haben über Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Da helfen uns auch Scheinlösungen wie eben diese populistischen Strafrechtsverschärfungen nicht. Wir wissen doch aus der kriminologischen Forschung, und auch Sie sind möglicherweise in der Lage, irgendwann mal
sachliche Erkenntnisse zur Kenntnis zu nehmen. Da werden richtigerweise Zweifel angemeldet. Aber potenziell wären Sie ja vielleicht in der Lage, Erkenntnisse aus der kriminologischen Forschung zur Kenntnis zu nehmen und dann auch zu registrieren, dass die meisten Straftaten, über die wir da sprechen, nach wie vor im Affekt geschehen und dass es deswegen Unsinn ist, über Strafrechtsverschärfungen zu schwadronieren. Es ist jetzt so, dass wir in diesem Haus als regierungstragende Fraktionen immer klar eine Haltung artikuliert haben. Und diese Haltung lautet erstens, dass es derzeit keine gesetzliche Grundlage für Bodycams in Nordrhein-Westfalen gibt, dass wir aber zweitens durchaus die bisherigen Modellversuche in den anderen Ländern uns genau anschauen. Das tun wir. Und auf dieser Basis kann man dann entscheiden, ob ein eigener Versuch in Nordrhein-Westfalen, der eben eine eigene gesetzliche Grundlage bräuchte, Sinn ergibt. Und entscheidend ist für uns bei dieser Prüfung, lieber Kollege Golland, dass ein tatsächlicher Sicherheitsgewinn für eingesetzte Beamte und eine Deeskalation in den kritischen Einsatzsituationen nachweisbar ist. Und das ist doch auch der Unterschied zu diesem hessischen Modellversuch. Sie haben ihn schon wieder zitiert, Herr Golland, und er ist schon wieder falsch, weil jeder, der sich einen Modellversuch anschaut, wird doch fragen, wie haben sich die Bedingungen in diesem Modellversuch verändert, als dieser Modellversuch durchgeführt wurde? Und in Hessen war es eben in dem Modellversuch nicht so, dass man einfach gleiche Bedingungen behalten hat und nur die Bodycams haben sich geändert, sondern es sind mehr Kräfte eingesetzt worden, es gab ein anderes Einsatzkonzept und deswegen sind die Zahlen zwar erfreulich, weil wir es gut finden, wenn es weniger Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten gibt, aber diese Zahlen sind doch nicht instruktiv für die Debatte, ob man Bodycams jetzt einführen sollte oder nicht. Und insofern ist das einfach Unsinn, was Sie da immer bezüglich des hessischen Modellversuchs erzählen. Ich finde, man darf aber durchaus auch zur Kenntnis nehmen, dass es aus den Modellversuchen auch Rückmeldungen gibt von eingesetzten Beamtinnen und Beamten, die berichten einerseits, dass sie sich sicherer fühlen, wenn sie eingesetzt sind, aber dass es eben auch Erfahrungsberichte gibt, die davon sprechen, dass es weniger Solidarisierungseffekte gibt. Das heißt also, dass sich weniger Leute einmischen, wenn Beamtinnen und Beamte in eine Lage reingehen, um die zu klären, dass es dann weniger Einmischung von Unbeteiligten gibt. Das sind Erfahrungsberichte, die wir ja durchaus zur Kenntnis nehmen. Die muss man ja nicht wegignorieren, wenn man die Diskussion sachlich führen will. Und auf der anderen Seite gibt es auch, und die habe ich hier auch immer vorgetragen, gibt es auch gewichtige Kontraargumente, weil es eben durchaus klar sein muss, wenn solche Kameras eingesetzt werden, dann dürfen sie nicht zu einem Vertrauensverlust in die Polizei führen. Vielleicht haben wir da auch einfach unterschiedliche Sichtweise auf Polizei. Für uns Grüne ist das so. Ja, das ist auch gut. Ja, lieber Kollege Gollnert, das ist auch sehr gut so, dass wir diese unterschiedliche Sichtweise haben. Für uns Grüne ist es nämlich völlig klar, dass sich Polizei nicht zuallererst mit Misstrauen Bürgerinnen und Bürgern nähern sollte, sondern mit Offenheit. Wir wollen, dass Bürgerinnen und Bürger unbefangen und offen auf Polizistinnen und Polizisten zugehen können. Und wir wollen, dass dieses Vertrauensverhältnis nicht gefährdet wird. Zweiter Punkt. Bodycams müssen tatsächlich einen Beitrag zur Eigensicherung der Beamtinnen und Beamten und zur Gefahrenabwehr leisten. Und das habe ich Ihnen auch schon erklärt, Herr Golland. Wir, und das ist der Punkt, Herr Golland, hören Sie mal zu, vielleicht lernen Sie dann was. Verfassungsrecht. Verfassungsrechtlich ist es so, dass es eine eindeutig geklärte höchstrichterliche Rechtsprechung gibt, die sagt, Strafverfolgungsvorsorge ist nicht Ländersache. So einfach ist das, und darauf bezog sich meine Einlassung in der letzten Runde, wo Sie Bodycams beantragt haben, dass wir hier nicht Bodycams zur Strafverfolgungsvorsorge einführen dürften. Und zweiter Punkt, weshalb ich mich eben bei Ihrem Wortbeitrag auch dazwischen gemeldet habe, es ist auch völliger Quatsch, dass in der Kölner Silvesternacht Bodycams irgendetwas verändert hätten. Wir brauchen, Sie haben eben erzählt, mit Bodycams hätte man einen besseren Überblick über die Lage gekriegt. Ja, Herrgott noch mal, wie groß soll denn ein Polizist sein, der eine Kamera auf der Schulter hat und dadurch Übersichtsaufnahmen anfertigt? Wollen Sie Giraffen mit Bodycams ausstatten oder was soll dieser Quatsch? So.
Um es klarzustellen, abschließend, jede Polizistin, jeder Polizist, der im Einsatz verletzt wird, ist einer zu viel. Darauf sollten wir nicht mit Scheinsicherheit reagieren, sondern mit echten, mit wirksamen Konzepten. Und darüber sind wir als regierungstragende Fraktion jederzeit bereit zu sprechen. Und das tun wir, und dann sollten wir diese Debatte endlich mal versachlichen. Schönen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bolte. Für die FDP-Fraktion spricht jetzt Herr Kollege Lürbke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Bolte, die Sachlichkeit, die Sie anmahnen, würde ich mir tatsächlich mehr wünschen heute Morgen in manchen Redebeiträgen. Aber Herr Herrmann, ich glaube, man kann wirklich auch geteilter Meinung sein über die Aktualität dieser Aktuellen Stunde, auch über die Zuständigkeit. Wenn wir über Videobeobachtungen rund um Bahnhöfe reden in Nordrhein-Westfalen, sehe ich dann schon bei der Bundespolizei, beim Bund, bei den Räumlichkeiten bei der Bahn. Aber was mich gestört hat beim Lesen Ihres Antragstextes, denn da schreiben Sie, ich zitiere das mal, die andauernde Verunsicherung der Bevölkerung durch immer neue Sicherheitsmaßnahmen nach den Ereignissen von Silvester machen es notwendig, dass sich der Landtag in dieser Woche mit dem Thema befasst. Also vorweg, ich glaube, große Teile der Bevölkerung sind doch nicht durch Sicherheitsmaßnahmen verunsichert, sondern dadurch, dass dieser Landesregierung die Sicherheit in vielen Teilen einfach entgleitet. Und das ist doch der Punkt. Die Menschen im Land, sie sind verunsichert, weil der Rechtsstaat hunderte von Frauen mitten in der weltoffenen Stadt Köln nicht schützen konnte. Und das macht den Menschen Sorge. Und Sie wollen ja über die Bahnhöfe sprechen, dann bleiben wir bei den Bahnhöfen. Auch die dramatisch hohen Zahlen von Taschendiebstählen rund um die Bahnhöfe, das macht den Menschen Sorge. Die Zunahme in Nordrhein-Westfalen seit 2010 in diesem Bereich um 34%. Wir haben das gestern ja schon diskutiert. Und die Bevölkerung ist verunsichert, weil auch diese Landesregierung, Herr Innenminister, der Öffentlichkeit und dem Parlament ihre ja längst vorliegenden Erkenntnisse rund um die Bahnhöfe, ich nenne mal die Analyse- und Auswerteprojekte NAFRI, Casablanca mit über 4000 Personen einschlägiger Tätergruppierungen, beispielsweise aus den Maghreb-Staaten, ja einfach verschwiegen hat. Einfach verschwiegen hat und schlimmer noch, offenbar auch gar keine Gegenkonzepte auf den Weg gebracht hat. Und das macht den Menschen Angst. Und deswegen, um es klar zu sagen, meine Damen und Herren, diese Verunsicherung, die müssen wir eher in diesen Bereichen so suchen und eben nicht bei Bodycams der Bundespolizei an den Bahnhöfen. Also da, liebe Fraktion der Piraten, haben Sie heute auch ein wenig das Thema verfehlt. Um es für uns deutlich zu machen. Für uns Freie Demokraten ist klar, und ich will das betonen, dass der Schutz der Bevölkerung und der Schutz unserer Polizeibeamten immer Hand in Hand gehen muss mit der Verteidigung der Privatsphäre unbescholtener Bürgerinnen und Bürger. Und das muss immer ganz sauber austariert werden mit Maß und Mitte, und das gilt natürlich auch für die Frage der Bodycams. Das ist doch klar. Aber Sie, werte Piraten, Sie malen ja nur schwarz und weiß. Wir dagegen, wir wägen die Verhältnismäßigkeit ab. Uns geht es immer um die größtmögliche Abwägung von Freiheit und Sicherheit. Und deswegen kommen Schulterkameras für uns auch anlassbezogen und situationsangemessen, das ist wichtig, anlassbezogen und situationsangemessen innerhalb geeigneter Rahmenbedingungen, innerhalb der engen Grenzen auch des Datenschutzes in Frage. Das haben wir ja erst kürzlich hier im Haus noch mit einem Entschließungsantrag ja sehr differenziert dargestellt. Aber Sie wollen heute etwas anderes. Sie wollen über den Einsatz von Körperkameras bei der Bundespolizei sprechen, und dann machen wir das. Dann schauen wir doch mal in die Rechtslage. Allein am Kölner Hauptbahnhof befinden sich 49 Kameras, auf dem Vorplatz 6, weitere 32 auf den Bahnsteigen. In anderen Bahnhöfen im Land sieht das ja ganz ähnlich aus. Und hier wird im Rahmen des Hausrechts und des Bundesdatenschutzgesetzes die eigene Liegenschaft überwacht. Gleiches haben wir an vielen anderen Stellen im Land, an Bus und Bahn, in Einkaufszentren. Und solange nur der einzelne Bereich, der eigene Bereich erfasst wird, ist das auch zulässig im Rahmen des geltenden Bundesdatenrechts oder des Bundesrechts. Also anlasslos, übrigens auch oft verdachtsunabhängig, oft innerhalb der Räumlichkeiten sogar nahezu flächendeckend. Jahrelange Praxis. Und nun sollen Beamte der Bundespolizei, die im Rahmen ihrer Zuständigkeit nur genau in diesem bereits videoüberwachten Bereich tätig sind, mit Bodycams ausgestattet werden. Körperkameras, die in bestimmten brenzligen Situationen angeschaltet werden können,
Übrigens das dann auch anlassabhängig und situationsbezogen, punktuell gezielt nur auf bestimmte Personen, die Adressat einer polizeilichen Maßnahme sind. Und da setzen nun die Piraten an und monieren, tausende Pendler in Nordrhein-Westfalen dürften nicht täglich mit noch mehr Videokameras überwacht werden. Ich muss es wiederholen, Thema verfehlt, diesen Umstand nicht verstanden. Also, meine Damen und Herren, dazu drei Dinge. Ich sehe nicht, wo tausende Pendler tatsächlich durch Bodycams erfasst würden. Das wäre übrigens dann auch rechtlich unzulässig. Herr Stotko hat das schon eben angesprochen. Wir hatten eine Anhörung im Innenausschuss. Da ist das dezidiert dargestellt worden, dass man eben entsprechend, dass ein flächendeckender Einsatz von Bodycams mit Daueraufzeichnung schon aus datenschutzrechtlichen Gründen gar nicht möglich ist. Also Sie waren doch dabei und wir wissen, wie klar und wie eng die Voraussetzungen sind. Die Kameras werden dann auch nur im Bedarfsfall ausgelöst. Und zweitens, das ist Bundesrecht. Dessen Einhaltung hat die LDI hier in Nordrhein-Westfalen zu überwachen. Wir können uns als Parlament dazu eine Meinung bilden, klar, aber entschieden wird das an anderer Stelle. Und drittens, und darüber sollten wir in meinen Augen eigentlich reden, aktuell legt die Landesregierung ja einen Nachtragshaushalt vor, der einen Schwerpunkt unter anderem auf Videobeobachtungen nach dem § 15a Polizeigesetz setzt. Beobachtung von Kriminalitätsbrennpunkten. Und nötigt quasi so ja den Polizeibehörden vor Ort, Prinzip ja mehr Videoüberwachung auf und verweigert dem Parlament übrigens bis heute dazu auch weitergehende Informationen. Und das ist doch das, worüber wir sprechen sollten. Das ist doch der Punkt. Warum werden hier quasi über Nacht plötzlich in Nordrhein-Westfalen offenbar zig Kriminalitätsschwerpunkte definiert, wo nun Videoüberwachung statt mehr Präsenz das Allheilmittel sein soll? Also um das klar zu sagen, wir wünschen uns als FDP an solchen Brennpunkten lieber mehr polizeiliche Präsenz als Kameras, aber ich habe dann lieber einen anwesenden, also einen physisch anwesenden Polizeibeamten an solch einem Kriminalitätsbrennpunkt, der per Bodycam filmt, wenn er etwas Brenzliges selbst wahrnimmt, als irgendwo einen Beamten hinter irgendeinem Bildschirm, der dann alles per Videokamera bzw. per Video erfasst, aber dann erst Kräfte zugeführt werden müssen. Also wir wollen die Präsenz vor Ort, auch mit Bodycams an Kriminalitätsbrennpunkten. Aber um das noch mal zu unterstreichen, und das ist uns besonders wichtig, wie wir das auch im Entschließungsantrag dargestellt werden, das geht für uns nur anlassbezogen, das geht nur situationsangemessen und das muss dann auch rechtlich und vor allen Dingen auch verfassungsrechtlich sauber sein. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lürke. Für die Landesregierung spricht jetzt Herr Minister Jäger. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir diskutieren ja heute nicht das erste Mal das Thema Bodycams. Man müsste eigentlich erwarten, dass durch die häufige Wiederholung dieser Debatten in Ausschüssen und Plenarsitzungen gewisser Kenntnisstand erfolgt. Das scheint nicht durchgängig der Fall zu sein. Ich darf daran erinnern, wie diese Diskussion in Deutschland um solche sogenannte Bodycams begonnen hat. Was eigentlich Sinn und Zweck dieses Einsatzmittels sein soll, und was die Absicht war, was man damit bewirken will. Die ersten Trageversuche in den ersten Bundesländern, und es gibt immer nur noch Trageversuche, kein Bundesland hat dieses Einsatzmittel durchgängig bisher eingeführt. Mit Trageversuchen sollte untersucht werden, empirisch, mit Vergleichsgruppen ohne Bodycams, ob denn tatsächlich Übergriffe gegen Polizeibeamtinnen und Beamte, und das stellt ein Riesenproblem dar, durch die Videoaufnahmen erstens dokumentiert und zweitens die Videoaufnahme als solches deeskaliert und damit die Angriffe gegenüber Polizeibeamtinnen und Beamten reduziert werden sollen. Die Position der Landesregierung ist mehrfach vorgetragen, in allen Details. Klar ist, Bodycams sind keine Daueraufzeichnungsgeräte, so sind sie nicht angelegt. Sie sind an Brust oder Schulter beim Polizeibeamten oder Beamten angebracht. Damit kann bei Bedarf und nicht ständig eine Einsatzsituation aufgezeichnet werden. Soweit, so gut, meine Damen und Herren. Es gibt in der Tat Trageversuche, allerdings ganz unterschiedlichster Art. In Hessen ist der Trageversuch im Wesentlichen so aufgebaut, dass nicht mehr zwei Beamtinnen und Beamte Streife gehen, sondern vier Beamtinnen und Beamte Streifen gehen, wovon einer eine feste Kamera trägt. Und wen wundert's?
In Hessen gehen bei diesen Streifen die gewalttätigen Übergriffe zurück. Klar, man verdoppelt das Personal, das man einsetzt, stattet die mit der Videokamera aus. Es gibt weniger Übergriffe, beispielsweise in Sachsenhausen gegenüber den Polizeibeamtinnen und Beamten, übrigens in einer einstelligen Größenordnung, was wirklich kein wissenschaftlich evaluierter Beleg ist. Und wen wundert es, dass dies durch die Verdopplung der Einsatzkräfte geschieht? Oder andersrum formuliert, die Gefahr eines Übergriffes minimiert sich, wenn statt zwei Polizeibeamtinnen und Beamte vier Beamten vor Ort anwesend sind. Ich will dann nur sagen, dass Teile dieser Trageversuche, so wie wir es gemeinsam übrigens in Ausschuss und Plenum bereits diskutiert haben, diese Trageversuche in ihren Ergebnissen gar nicht auf Nordrhein-Westfalen im Rahmen unseres Diskussionsstandes übertragbar sind. Interessant ist das rheinland-pfälzische Modell, wo diese Bodycams tatsächlich an der Brust angebracht sind, wo dem polizeilichen Gegenüber in bestimmten Situationen angezeigt wird, es beginnt jetzt eine Aufnahme. Die Aufnahme, dass diese Aufnahme stattfindet, ist visualisiert durch einen zusätzlichen Bildschirm und durch ein zusätzliches Licht. Also das polizeiliche Gegenüber weiß genau, mein Handeln wird jetzt aufgezeichnet. Diese sachliche Unterscheidung sollte man erstmal vornehmen, statt alles immer zusammenzurühren, zu behaupten, es gäbe jetzt schon positive Erkenntnisse. Meine Damen und Herren, mit dieser Technik ist auch keine Rundumsicht möglich. Es ist auch keine Vogelperspektive möglich. Situationen, es sei denn, der Beamte klettert dem anderen auf die Schulter. Situationen wie in der Silvesternacht in Köln oder andere Tumultdelikte in größeren Gruppen sind mit dieser Bodycam nicht aufzuzeichnen, sondern sie nimmt nur das auf, was der Beamte oder die Beamtin selbst in diesem Augenblick wahrnimmt. Mehr geht dabei technisch gar nicht. Es gibt übrigens in den Polizeien der Länder, aber auch des Bundes, und so viel gehört auch zur Wahrheit, Herr Golland, nicht nur immer einzelne Artikel zu zitieren, sondern wenn, dann die Diskussion innerhalb der Polizei vollständig wiederzugeben. Es gibt durchaus eine kritische Diskussion bei den Polizeibeamtinnen und Beamten, dass nämlich eigentlich der Personenbeweis, dann wenn es Übergriffe oder Straftaten gegeben hat, der Personenbeweis, das heißt die Aussage des Polizeibeamten oder Beamtin vor Gericht selbst, dadurch an Bedeutung verliert, weil man einen zusätzlichen Sachbeweis einführt. Das heißt, faktisch nimmt der Druck zu, bei den Polizeibeamtinnen und Beamten in bestimmten Situationen Video dokumentieren zu müssen, weil der Personenbeweis gegenüber dem Sachbeweis dann nachrangig wird. Diese Diskussion, Herr Golland, gibt es innerhalb der Polizei und die kann man nicht einfach vom Tisch wischen. Man muss die Gesamtheit dieser Diskussion versuchen, mal zu erfassen, zumindest versuchen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Konferenz der Innenminister wird im Anfang Dezember in der Herbstkonferenz, übrigens auf meine Initiative hin, sich mit der Frage, welche Erkenntnisse sind aus diesen Trageversuchen erwachsen, beschäftigen. Das, was mir meine Kolleginnen und Kollegen schildern, ist Folgendes. Ja, es gibt positive Hinweise, nicht unbedingt wissenschaftlich evaluiert, sondern eher subjektive Wahrnehmung. Und ja, man ist bereit, möglicherweise diesen Trageversuch in einzelnen Ländern sogar fortzusetzen, in Teilen sogar behutsam auszubauen. Ich finde, wenn wir uns in Nordrhein-Westfalen einer solchen Debatte stellen, dann können wir uns nur dies unter einer Kautele stellen. Diese Ergebnisse aus anderen Ländern sind im Wesentlichen nicht brauchbar, weil sie nicht übertragbar sind im Umfang von 1:1 auf Nordrhein-Westfalen. Wenn wir uns mit dieser Situation auseinandersetzen, meine Damen und Herren, dann muss das Ziel sein, tatsächlich Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Beamte zu reduzieren. Tatsächlich, nicht gefühlt, sondern wissenschaftlich belegt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, deshalb, man kann auch diesem Gedanken beitreten, anstelle der Trageversuche in anderen Bundesländern einen nordrhein-westfälischen zu beginnen. Aber ich mache auch eines deutlich, das bedeutet automatisch, selbst für nur eine Kamera, die Änderung des Polizeigesetzes. Das heißt, schnell und unbürokratisch mal eben Tausende von Kameras zu beschaffen, funktioniert nicht. Sondern da ist ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren unter den engen Kautelen der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes durchzuführen. Als Letztes würde ich auch gerne auf eines hinweisen. Ich komme mal zum Ursprung zurück. Wenn man die ursprüngliche Diskussion, warum wir überhaupt über Bodycams reden, nämlich die steigende Gewalt gegenüber Polizeibeamten und Beamten, wirklich im Blick haben will, da muss man feststellen, wenn überhaupt,
wir wissen es ja nicht, könnte dies ein kleiner Baustein sein in einer Gesamtstrategie, um Gewalt gegenüber Polizeibeamtinnen und Beamten zu reduzieren. Viel wichtiger als so eine Bodycam ist nämlich die Erkenntnis, dass solche gewalttätigen Übergriffe weniger bei Fußballspielen oder Demonstrationen stattfinden, sondern in Alltagssituationen, wo die Streifenbeamte zum Familienstreit gerufen werden, sich plötzlich streitende Parteien gegen die Polizei verbinden. Viel wichtiger als die Frage, was dokumentiere ich da, ist die Tatsache, dass wir Beamtinnen und Beamten so fortbilden müssen und so ausstatten müssen, dass sie risikoreiche Situationen erkennen, deeskalierend reagieren können, ist viel wichtiger als eine mögliche Bodycam, deren Trageversuche laufen, die wir analysieren und wie ich finde, wenn überhaupt, mit einer eigenen guten wissenschaftlichen Evaluierung begleiten sollten. Heute schon zu sagen, ein Fazit, dass die erfolgreich eingesetzt worden sind, wer das behauptet, hat irgendwie den Blick in die Kristallkugel gewagt. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Der Minister hat seine Redezeit um 1:14 überzogen. Wir werden natürlich entsprechend auch in der zweiten Runde großzügig mit möglichen Überziehungen umgehen. Herr Kollege Hegemann für die CDU-Fraktion hat jetzt das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen von Piraten, Sie haben eine sehr großzügige Präsidentin vorgefunden, dass dieser Tagesordnungspunkt hier genehmigt worden ist. Da muss ich mich, tut mir manchmal ein bisschen leid, aber dem Kollegen Stotko anschließen. Also nicht aktuell, nicht landespolitisch, aber irgendwo müssen wir ja ein Sprachrohr finden, dann machen wir es eben im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Ich empfehle Ihnen übrigens, lassen Sie sich filmen, wo es eben geht, möglichst im Plenum. Denn in absehbarer Zeit werden diese Bilder nur noch im Landesarchiv verfügbar sein. Und da gehören Sie hin. Also lassen Sie die nicht, verpixeln Sie die nicht, machen Sie das mit Gesichtern. Das wird ein Unikat in der Geschichte sein. Sie sind ein Quatschkopf. Sie freuen sich auf die AfD, da sitzt noch einer, der hat eine ähnliche Meinung. Ja? Meine Damen und Herren, nach den Redebeiträgen von Bolte und Jäger fehlte nur der Schlusssatz, und deshalb sind wir gegen Bodycams. Sie haben alles an Bedenken hier vorgetragen, vor allen Dingen Herr Bolte. Ich frage mich eigentlich, was haben Sie denn für eine Koalitionsvereinbarung getroffen? Der hat hier nur vorgetragen, warum es nicht geht. Der hat nicht auf der Seite der Polizei gestanden, nicht auf der Seite der Bürger. Und wenn ich Ihren Antrag lese, durch das Tragen einer Bodycam wäre der Polizist nicht mehr der Freund und Helfer, weil sich die Leute geängstigt fühlen, einen Polizisten anzusprechen mit Bodycam. Ja, sagen Sie mal, haben Sie irgendwas, nee, das geschnüffelt, das habe ich nicht sagen, das war auch eine andere Fraktion. Aber irgendwas muss doch passiert sein bei Ihnen, dass Sie zu so einer Schlussfolgerung kommen. Sie sagen, dadurch, dass der eine Bodycam trägt, trägt er ein Gerät auf der Schulter, was er missbraucht. Ja, dann haben Sie auch eine Abhöranlage in der Hose, weil Sie ein Handy dabei haben. Es ist abenteuerlich. Der Polizist muss an erster Stelle geschützt werden. Nicht nur durch die Schulterkamera, sondern wir sagen, der Beamte, der als erster sein Gesicht hinhält, wenn es Schlägereien gibt, wenn die Luft bleihaltig wird, wenn es zu Tumulten kommt, der muss auch den besonderen Schutz der Gesellschaft genießen. Und nicht nur durch Beweismittel, sondern auch durch gesetzliche Änderungen. Nun komme ich zum Thema Beweismittel. Die Rechtsexperten sagten in Anhörung, es gibt ja kein Gericht, die die Bodycam als Beweismittel anerkennt. Meine Damen und Herren, die Dashcams in Autos sind verboten in Deutschland. Trotzdem gibt es Gerichte, die Aufzeichnungen anerkennen, wenn sie zur Aufklärung beitragen. Also wir werden aufgrund von gesetzlichen Vorgaben diesen Versuch einführen. Und eine neue Erkenntnis war ja wieder, Herr Jäger, zu sagen, Sie können nicht sagen, Bodycams müssen flächendeckend für so und so viele tausend Polizisten angeschafft werden. Wer tut das denn? Sie sind doch noch nicht mal bereit, einen Versuch zu machen. Seit heute wissen wir das, was die Ministerpräsidentin mal nach Köln leicht angekündigt hat. Da habe ich gedacht, die kriegen vielleicht in Sachen Bodycam die Kurve. Heute Rheinische Post, Sie haben sie gekriegt. Aber tun immer noch so, als wenn es ganz schrecklich wäre, als wenn die Polizisten große Bedenken hätten. Fragen Sie Polizisten auf der Straße, von welcher Gewerkschaft, in welchem Bundesland, die sind alle dafür.
Und ich hoffe auch, dass wir die Gesetze so ändern, dass die Bodycam auch zur Beweissicherung führen kann. Und meine Damen und Herren, wenn die Bundespolizei, Sie können ja sagen, klar, die haben die Einsatztruppe verdoppelt und deshalb wagt sich da keiner mehr ran. Wenn ich von der Bundespolizei lese, dass es seitdem es Schulterkameras gibt, keinen Angriff mehr auf einen solchen Polizisten gibt, dann ist das für mich ein Erfolg. Dann sage ich aber nicht, das wird überall so sein. Das Problem ist, dass Sie hier einen grünen Koalitionspartner am Bein haben. Jetzt sage ich mal, die SPD ist das Problem nicht. Auch in diesem Fall nicht auf der Seite der Schwächeren zu stehen, sondern auf der Seite von falsch verstandenem Datenschutz, genau wie die Piraten. Genau wie die Piraten. Und zu fordern, es darf ja nicht jeder Verkehrsteilnehmer gefilmt werden. Ja, wer will das denn? Sie wissen doch genau, unter welchen Kriterien solche Kameras eingesetzt werden, Herr Stotko. Bei einer Alkoholkontrolle haben Sie die nicht. Also deshalb, es muss doch eine bestimmte Randale vorliegen, bestimmte Szenen vorliegen, bestimmte Erfahrungen vorliegen, ein eng umschriebener Kreis, wo dies gemacht worden ist. Und wir haben im Innenausschuss auch darüber gesprochen, wo dies in Nordrhein-Westfalen möglich wäre für einen Trageversuch. Da kommen nur sehr viele Beispiele zustande. Aber zu sagen, das geht alles nicht, das ist verdammt einfach. Und nur ein Satz, dass bei der Anhörung auch ein Produzent dabei war. Also den Sachverstand, wie so ein Gerät funktioniert, hat am besten der Hersteller. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, ob man bei dem was kauft oder nicht. Insofern, der Innenausschuss kauft sowieso nichts, das macht das Ministerium. Also da einen Sachverständigen zu haben, der so ein Ding herstellt, fand ich gar nicht so schlecht. Aber ich sage auch noch mal, würde die Anhörung heute stattfinden, hätte sich vieles gedreht. Viele, die damals kritisch waren, die hätten es heute verdammt schwer, noch bei ihrer Meinung zu bleiben. Niemand in diesem Saal sagt, Köln wäre verhindert worden durch Bodycams. Niemand. Aber ich bin sehr sicher, dass bei der Aufklärung es wesentlich einfacher wäre. Und ich persönlich hätte mir auch gewünscht, das sage ich jetzt auch mal, wenn bei sogenannten Abiturfeiern Bodycams eingesetzt worden sind, wo angeblich Leute ja ihre Reifeprüfung feiern. Auch da muss ich sagen, Armutszeugnis für die Menschen, die da Krieg geführt haben, in Anführungsstrichen. Auch, und, ja, Sie haben dies doch Schulkrieg genannt. Ich habe doch die Anführungsstriche mitgesprochen. Das war doch der Originalton. So, das ist beschämend, dass wir solche Idioten da haben. Und da hätte ich mir auch gewünscht, dass wir hätten vielleicht einen Angriff auf Polizei verhindern können, denn es hat auch wohl verletzte Polizisten gegeben. Deshalb, wenn Sie jetzt für den Trageversuch sind, dann spreizen Sie nicht drei Finger nach hinten ab und sagen, hoffentlich geht der schief, was wir ja schon immer gesagt haben, sondern gehen Sie offensiv mit dem Schutz des Polizisten um und dem Schutz der Gesellschaft vor Straftätern, dann sieht man einen großen Schritt weiter und ein kleiner Schritt dazu ist die Bodycam. Vielen Dank, Herr Kollege Hegemann. Und für die SPD-Fraktion spricht jetzt Herr Kollege Körfres. Frau Präsidentin, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, da der Herr Hegemann meine Fraktion im vorherigen Wortbeitrag ein wenig von seiner Pauschalkritik ausgenommen hat, erlaube ich mir, an Herbert Wehner anzuschließen und zu sagen, Herr Hegemann, auch in diesem Fall trifft uns Ihr Lob in keiner Weise. Ich darf darauf verweisen, dass hier Dinge miteinander vermischt werden. Zum einen Bundespolizei, Bundeszuständigkeit, Unzuständigkeit des Landtages, Anlass für eine Aktuelle Stunde nicht so richtig gegeben, trotzdem diskutieren wir, glaube ich, ganz vernünftig an der Stelle, wenn wir uns an sachliche Dinge halten. Zum anderen eine Anhörung, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei der wir nicht gesagt haben in der Auswertung, Bodycams an und für sich sind verfassungswidrig. Das, was wir gemeinsam mit Sachverständigen festgestellt haben, war, und da bleibe ich bei, Ihr damaliger Antrag war nicht nur ein bisschen, der war vollkommen verfassungswidrig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und da helfe ich Ihnen auch direkt ein wenig auf die Sprünge, lieber Kollege Golland, stramme Haltung und schneidiger Auftritt ersetzt nicht die intellektuelle Befassung mit schwierigen Themen. Deshalb an der Stelle nochmal den Hinweis,
Wer die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtes ernst nimmt, weiß, dass präventives Gewinnen von Ermittlungsansätzen durch den Einsatz von Videotechnik unzulässig ist. Aus die Maus, da gibt es leider keine oder Gott sei Dank keine Änderung an der Stelle. Und dem sind wir in allem, was wir machen, verpflichtet, wenn wir die Verfassung in diesem Lande ernst nehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lassen Sie mich an der Stelle zu der differenzierten Betrachtung einiges sagen. Ja, und da bin ich ganz nah bei dem, was der Innenminister gesagt hat. Bodycams sind kein Allheilmittel gegen das Phänomen, was wir alle beklagen und gegen das wir uns gemeinsam wenden, Gewalt gegenüber Polizistinnen und Polizisten. Sie können aber, wenn sie vernünftig eingesetzt sind, dazu beitragen, sich mit diesem Phänomen qualifiziert auseinanderzusetzen und an der Stelle für eine Verringerung zu sorgen. Denn auf der einen Seite darf man es nicht hochjubeln, sie sind auch auf der anderen Seite nichts, was man vollkommen zu verteufeln hat, wenn man sich differenziert mit der Technik, mit den unterschiedlichen Trageversuchen, mit dem Nutzen und mit den Risiken auseinandersetzt. Wir haben zu beachten das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, das heißt, eine Überwachung durch Bodycams, eine Beobachtung durch Bodycams ist ausgeschlossen. Wir müssen unterscheiden, lieber Kollege Lobke, die Dinge, die man auf der Schulter in Hessen mit mehreren Personen begleitet getragen hat, und das, was sich mein Arbeitskreis, der Arbeitskreis der SPD, in Rheinland-Pfalz angeschaut hat, nämlich die Bodycams, die im Brustbereich der Einsatzbekleidung dann festgemacht werden und die begleitet werden durch einen gelben, deutlichen Hinweis auf der Uniform. Da steht dann drauf Video oder Videobeobachtung, und die dann zum Einsatz kommen, wenn die Polizistin oder der Polizist demjenigen, der sich nähert und der Ansätze zu einem gewaltsamen oder aggressiven Vorgehen zeigt, ankündigt, ich schalte jetzt das Gerät ein. Und das, was wir in Rheinland-Pfalz gesehen haben, unterscheidet sich an der Stelle sehr wohltuend von zum Beispiel den hessischen Dingen. Da sieht man nämlich auf einem kleinen Monitor genau das, was die Bodycam in dem Augenblick aufnimmt, in dem sie ausgelöst worden ist. Und man hat auch einen deutlichen Hinweis darauf, wenn man sich die Dinge mal angeschaut hätte, statt hier einfach munter loszuschwadronieren, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, dass das, was Sie immer wieder in die Diskussion einmengen, die Silvesternacht, große Ereignisse, vollkommen außerhalb der Reichweite, auch technisch der Reichweite dieser Bodycams sind. Insoweit sind die Bemühungen der Ereignisse in der Silvesternacht an der Stelle, ich sage es mal ganz deutlich, grober Unfug, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lassen Sie mich zurückkommen zu dem Beispiel Rheinland-Pfalz. Die Verhältnisse in Rheinland-Pfalz sind nicht eins zu eins mit denen in Nordrhein-Westfalen zu vergleichen. Deshalb, wenn wir uns mit der Sache intensiver beschäftigen wollen, ist es zunächst nötig, mal zu überlegen, welche Erkenntnisse wir benötigen, um die Nutzen dieser Bodycams denn tatsächlich in Abgrenzung zu den möglichen bürgerrechtlichen Gefährdungen erkennen zu können. Und da brauchen wir eigene Trageversuche. Und zwar zugeschnitten auf die Zustände im Wach- und Wechseldienst bei uns im Lande Nordrhein-Westfalen, liebe Kolleginnen und Kollegen, und gerade nicht in geschlossenen Einsatzeinheiten. Und da unterscheiden wir uns auch ganz deutlich von dem, was eben gesagt worden ist. Noch ein letztes Wort. Man kann das nicht mal so eben unbürokratisch rucki-zucki machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen eine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage. Der 15a unseres Polizeigesetzes reicht an der Stelle in keiner Weise aus. Und wenn wir über eine gesetzliche Ermächtigung reden, dann müssen dann auch die Grenzen dieses Einsatzmittels in der gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage beschrieben werden. Deshalb rate ich zu Augenmaß und zu Vernunft, zur wissenschaftlichen Begleitung, zur seriösen Auswertung eines Trageversuchs, den wir beziehen auf nordrhein-westfälische Verhältnisse, dann können wir nämlich aufgrund einer vernünftigen Grundlage
uns Gedanken darüber machen, ob wir das Einsatzmittel Bodycam zu vielen anderen Einsatzmitteln unserer Polizistinnen und Polizisten hinzufügen, insoweit weder für große Euphorie noch für markige Worte noch für schneidige Auftritte hier der Platz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen effektiven Schutz für unsere Polizistinnen und Polizisten und keine populistischen Aktionen. In diesem Sinne freuen wir uns darauf, dass wir demnächst auf einer besseren sachlichen Grundlage hier in NRW über das Einsatzmittel Bodycams miteinander reden können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Körfges. Für die Fraktion Die Grünen spricht Herr Kollege Bolte. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt habe ich voller Begeisterung auf meinen Kollegen Lübcke gewartet. Der wollte offensichtlich nicht, macht aber nichts. Ich habe mich zu Wort gemeldet, weil insbesondere auch der Kollege Hegemann mich auch ein Stück weit dazu noch mal motiviert hat. Und zwar mit dem zweiten Teil Ihres Wortbeitrags, Kollege Hegemann, der ja, sagen wir mal, von einer sachlichen Auseinandersetzung für Ihre Verhältnisse nicht so weit entfernt war. Weil Sie haben richtigerweise gesagt, wir brauchen nicht über Symbolpolitik zu sprechen, wir brauchen hier nicht über Scheinlösungen zu sprechen. Herzlich willkommen in der Realität in Nordrhein-Westfalen unter einer rot-grünen Landesregierung, weil wir haben unter diesem Motto, dass wir eben nicht symbolpolitische Lösungen brauchen, dass wir nicht Scheinlösungen brauchen, seit 2010 konsequent daran gearbeitet, dass Polizistinnen und Polizisten in ihrem Einsatz vor Gewalt, vor Übergriffen geschützt werden, und zwar mit wirksamen Konzepten und nicht allein mit Symbollösungen. Wir haben eine landesweite Befragung in Auftrag gegeben zum Thema Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte und haben zahlreiche Handlungsempfehlungen daraus umgesetzt. Wir haben die Thematik Vor- und Nachbereitung von Einsätzen umgesetzt. Wir sind aktiv geworden im Bereich Deeskalation, Vorbereitung auf Konfliktsituationen, das stärker in der Aus- und Fortbildung zu verankern. Das sind doch alles Konzepte, die, wenn man mal sachlich und nüchtern auf die Situationen drauf guckt, uns viel, viel mehr helfen als die Frage, hat der Polizist eine Kamera auf der Schulter oder hat er keine Kamera auf der Schulter? Und ich finde, das ist wichtig, dass wir darüber viel mehr reden, denn das muss man auch sagen, und das ist tatsächlich die Fragestellung, die sich in der rechtlichen Bewertung, die wir auch vor uns haben, wenn wir die Modellversuche auswerten, in der rechtlichen Bewertung muss der Gewinn für Eigensicherung von eingesetzten Beamtinnen und Beamten die einzige Richtschnur sein. Weil es ist nun mal so, dass wir als Landesgesetzgeber eine klar geordnete Zuständigkeit haben, und die ist, was das Thema Gefahrenabwehr angeht, und die ist, was Polizeiausstattung angeht, das Thema Eigensicherung. Und wenn man jetzt sich die Modellversuche anguckt, und ich habe es klar gesagt, wir werden uns diese Modellversuche anschauen, beziehungsweise wir schauen uns die Modellversuche schon an, dann müssen wir auf dieser Basis alle miteinander eine Abwägung vornehmen. Das fand ich beim Kollegen Lübcke eigentlich durchaus gelungen. Nämlich immer zu fragen, wie groß ist auf der einen Seite der Grundrechtseingriff, wie groß ist auf der anderen Seite der Gewinn für die Eigensicherung. Und dann muss man gemeinsam in eine Diskussion kommen, ist das jetzt verhältnismäßig oder ist das nicht verhältnismäßig. Und da hilft es uns durchaus, wenn wir mal uns damit auseinandersetzen, dass es Erfahrungsberichte gibt. Das hat Herr Kollege Hegemann eben angezweifelt. Ich habe es schon in meinem ersten Wortbeitrag sehr deutlich gesagt, dass wir uns natürlich damit auseinandersetzen, was kommt denn an Erfahrungsberichten zurück. Und da ist eben ein Erfahrungsbericht, wir fühlen uns sicherer. Der zweite Erfahrungsbericht ist, oder der zweite Block an Erfahrungsberichten ist, dass es zu weniger Solidarisierungseffekten kommt. Das heißt, dass sich Einsatzsituationen durchaus deeskalieren, wenn Polizisten entsprechend ausgestattet sind. Und das muss man jetzt ins Verhältnis bringen. Und da würde es dann auch sehr genau darauf ankommen, unter welchen Bedingungen man da möglicherweise in einen Versuch kommt. Das ist aber auch das, was wir anhand der
Versuche durchaus auch in Rheinland-Pfalz und Hessen und in anderen Ländern ja miteinander auswerten können, wo sind da diese Fragestellungen gelöst worden, wie sind da auch diese Fragestellungen miteinander abgewogen worden. Aus meiner Sicht ist es nicht so kompliziert, aus meiner Sicht ist es aber auch nicht kompliziert, und das auch wirklich nochmal an die Adresse des Kollegen Hegemann, dass man auf der einen Seite sagt, wir nehmen diese Erfahrungsberichte zur Kenntnis, dass man aber auf der anderen Seite auch völlig klar immer wieder betont, dass es durchaus berechtigte Gründe gibt, skeptisch zu sein, ob diese Kamera jetzt wirklich das Allheilmittel sind oder nicht. Das gehört zu einer demokratischen Auseinandersetzung nun einmal dazu, dass man die Argumente abwägt. Nichts anderes habe ich eben gesagt, und ich habe mir abschließend gewünscht, dass wir endlich auf einer fundierten Grundlage mit Daten und mit Fakten, mit Versuchsergebnissen und mit Ergebnisberichten und Erfahrungsberichten hier in den Austausch kommt, weil es für den Schutz von Polizistinnen und Polizisten in ihrem Einsatz immer noch besser ist, wenn hier eine fundierte Debatte geführt wird, als wenn wir hier Verdikte austauschen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Bolte. Für die Fraktion der Piraten spricht der Kollege Herrmann. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich möchte noch ein paar kurze Punkte zusammenfassen. Sie haben sich gefragt, warum wir denn hier über Bahnhöfe und die Bundespolizei reden, obwohl dort noch Bundesrecht gilt. Ich kann Ihnen sagen, das ist ganz einfach. Es sind Menschen aus Nordrhein-Westfalen, die da lang gehen. Und die sind halt betroffen von den Einsätzen der Bodycams. Und dann können wir hier noch so schön reden, wie toll wir hier Gesetze machen und wie toll wir evaluieren, wenn halt da die Bundespolizei mit ganz anderen Maßstäben und ganz anderen Rechten halt die Menschen in NRW überwacht und in ihren Rechten einschränkt. Herr Stotko, Sie haben mich letztlich nur bestätigt. Ich lasse jetzt mal die Geschichten, wo Sie mir erklären wollen, wie die Kameras funktionieren, lasse ich mal weg. Ich bin sicher, dass ich viel mehr darüber weiß als Sie. Das ist aber jetzt nicht das Thema. Ja. Sie haben mich insofern bestätigt, die Menschen verhalten sich anders, wenn ihnen die Kameralinse vor die Nase gehalten wird. Das haben Sie begrüßt. Und das halte ich halt für ein ganz fatales Signal. Denn das bewusste Einsetzen von Videoüberwachung für eine Verhaltensänderung ist die definitiv falsche Richtung. Das ist ein Paradigmenwechsel. Und ich glaube auch, dass es verfassungsrechtlich nicht haltbar ist, so vorzugehen. Der ominöse Versuch in Hessen, der Starter dieser ganzen Diskussion, der war jetzt hier auch schon gerade Thema. Wir haben ihn auch in der Anhörung auseinandergenommen. Ich wollte auch immer noch mal eine Zahl relativieren, weil auch der Kollege Golland das eben wieder gesagt hat. Die Angriffe auf Polizeibeamte, die gingen um ein Drittel zurück. Das ist ja ganz toll, wenn man so eine, wenn man halt eine neue Technik einsetzt und ein Drittel weniger. Das ist ja sensationell. Es hilft ja manchmal bei Prozentzahlen auch die realen Zahlenwerte dagegen zu halten. Es ist von 27 Fälle auf 20 zurückgegangen. Und ich glaube, da brauchen wir nicht weiter darüber zu reden. Die Signifikanz des Tests ist völlig unbedeutend. Und das kann nicht der Maßstab sein für die flächendeckende Einführung von Bodycams, eigentlich weder im Bund noch in Nordrhein-Westfalen. So, grundsätzlich steigt mit jeder weiteren Kamera der Überwachungsdruck in Nordrhein-Westfalen auf die Bevölkerung. Und dabei ist es völlig egal, ob durch die Bundespolizei, die Landespolizei oder durch irgendeine andere staatliche Stelle diese Kameras eingesetzt werden. Wir als Piraten haben uns Verkehrsbetriebe, Sie sagen es, da kommt demnächst noch was, Herr Stotko. Lassen Sie sich überraschen. Wir als Piraten haben in den letzten Jahren den stetigen Ausbau von Videoüberwachung in Nordrhein-Westfalen thematisiert und immer wieder kritisiert. Mehr Kameras, das fordern Sie hier oft. Allein im Nachtragshaushalt aktuell sind mehr als 23 Millionen Euro für mehr Videoüberwachung gefordert. Das war inklusive der nächsten Jahre verpflichtungsermächtigen 23 Millionen Euro, ja. Das war eine Reaktion von Rot-Grün auf Silvester. Aber hilft das? Ist das sachgerecht? Ist das wirtschaftlich? Das sind Fragen, die man ignoriert. Da ist bis jetzt noch gar nichts drin. Wir haben die Zahlen im Haushalt, das wird gefordert. Mehr gibt es dazu nicht. Es geht Ihnen also gar nicht um Sicherheit. Denn wenn es um Sicherheit gehen würde, würden Sie sich angucken, was funktioniert
und das dann übernehmen. Überlegte und evidenzbasierte Sicherheitspolitik erreicht man aber nicht, indem man einfach nach mehr Kameras ruft. Maßnahmen muss man evaluieren, und damit meine ich nicht, dass wir das Gleiche machen müssen wie alle Bundesländer, sondern wir müssen grundsätzlich unsere Videoüberwachung evaluieren, auf die Wirksamkeit und Eingriffstiefe untersuchen und prüfen, ob denn nicht nur eine Verlagerung von Kriminalität stattfindet. Kameras bringen keine Sicherheit und ersetzen auch keine Polizisten, das sollte eigentlich langsam bekannt sein. Sie können weder eingreifen, noch verhindern sie Affekttaten Betrunkener. Und in Köln hätte es auch nichts gebracht, Herr Körfke, Sie hatten es auch schon erwähnt, denn wenn Bodycams da gewesen wären, dann wären auch Polizisten da gewesen und die hätten hoffentlich was anderes gemacht, als Filmchen zu drehen. Abschließend bleibt zu sagen, offensichtlich, Sie wollen Videoüberwachung, der Nutzen ist egal, und vor dem Schaden machen Sie die Augen zu. Das ist purer Populismus und wir werden nicht aufhören, das hier weiter zu thematisieren. Der abnehmende Respekt gegenüber Polizisten, warum ist das so, Herr Beute? Ursachenforschung muss man sicherlich weiter betreiben, aber mit Verboten und Überwachung zu antworten, ist sicherlich der falsche Weg. Und auf die angesprochene Gesetzesänderung. Welche Gesetzesänderung zu mehr Überwachung ist jemals zurückgenommen worden? Keine einzige. Und so wird es auch hier sein. Sie verkaufen also scheibchenweise die Bürgerrechte in diesem Land. Das werden wir weiter anprangern in diesem Parlament, gegebenenfalls auch außerhalb. Aber das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen. Das gucken wir nächstes Jahr. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die Landesregierung spricht der Minister Jäger. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, obwohl schon fast alles gesagt ist, will ich einige Dinge noch mal aus meiner Sicht versuchen zu präzisieren, damit das vielleicht dazu führt, dass diese Diskussion in Zukunft darüber etwas sachlicher geführt werden kann. Wir haben es mit einer unglaublichen Beurteilungsspreizung zu tun. Wir haben auf der einen Seite die Piraten, die, egal wie sie ausgestattet sind, nach welchem rechtlichen Rahmen wir richten, Bodycams auf jeden Fall das Teufelszeug sind. Und wir haben eine unreflektierte CDU, die sagt, sowas muss man sofort und überall einführen. Und zwischen diesen beiden Spreizungen, glaube ich, muss man einen vernünftigen Weg finden. Weil es diesen Zwischenruf wieder gegeben hat, noch einmal, ich glaube beispielsweise, dass der hessische Trageversuch zu wenig wirklich fundierten Erkenntnissen kommt. Wenn ich eine Polizeistreife aus zwei Personen, um zwei Personen, auf vier Personen erhöhe und eine Person davon trägt eine Videokamera und dann herzuleiten, die Zahl der Übergriffe in Sachsenhausen ist von 27 auf 20 runtergegangen. Herzuleiten, das läge an der Bodycam. Ich finde, das ist ein bisschen oberflächlich in der Betrachtung, um das mal vorsichtig zu formulieren. Ist aber ein Beispiel dafür, dass selbst wenn wir bei der Innenministerkonferenz im Herbst uns damit auseinandersetzen, die Beurteilung der Kolleginnen und Kollegen aus ihren Bundesländern möglicherweise nicht zweifelsfrei dafür taugen, das auf 1:1 auf Nordrhein-Westfalen umzulegen. Wir haben den rheinland-pfälzischen Versuch, da teile ich die Ansicht von Herrn Körfkes, sehr viel grundrechtsschonender ist, sehr viel mehr Rücksicht nimmt auf das Verhältnis zwischen Polizei und Bürgern, aber in dem entscheidenden Augenblick, wo es zu einer Auseinandersetzung zwischen Polizei und dem polizeilichen Gegenüber kommt, dies ein Einsatzmittel sein könnte, das deeskalierend wird. Das wissen die Kollegen aus Rheinland-Pfalz noch nicht, das ist deren gefühlte Wahrnehmung. Deshalb finde ich, wenn wir dies in Nordrhein-Westfalen diskutieren, sollten wir das unter ganz gewissen Kautelen tun. Nämlich erstens eine geordnete wissenschaftliche Evaluierung mit Vergleichsgruppen. Zweitens kein wahlloser Einsatz bei irgendwelchen Einsatzsituationen, sondern sehr zielgenau auf die Einsatzsituationen gerichtet, wo überwiegend Gewalt gegen Polizeibeamte und Beamte stattfinden könnte. Drittens ein vernünftiges wissenschaftliches Studienprofil, das insbesondere auch die Frage der Nachhaltigkeit betrachtet. Ist das nämlich möglicherweise nur ein kurzfristiger Effekt oder lassen sich bestimmte Störer tatsächlich langfristig auch von einer solchen Videotechnik ableiten? Deshalb, meine Damen und Herren, ich finde, dass dieses Thema im Sinne unserer Beamtinnen und Beamten, wenn es um gewalttätige Übergriffe geht, Sachlichkeit verdient hat, fundierte Sachkenntnis verdient hat und Entscheidungen, die in einem vernünftigen Rahmen stattfinden, zwischen Grundrechtseingriff auf der einen Seite und körperliche Unversehrtheit der Polizeibeamten und Beamten auf der anderen Seite. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
verehrte Kolleginnen und Kollegen, mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir sind am Schluss der Aussprache. Mikro, Herr Präsident. Ja, ich habe es angestellt. Irgendwas stimmt mit der Mikroanlage. Also, es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Jetzt scheint das offensichtlich besser zu klappen. Und ich schließe damit die Aktuelle Stunde. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2 an.